Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Dienstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Große Aufregung. Gestern Abend im Ruhrgebiet. In gleich mehreren Städten war ein ungewöhnlich hell erleuchteter Himmel zu sehen. Die Telefonleitungen der Feuerwehren, sie liefen heiß. Besorgte Bürger meldeten sich, fürchteten einen Großbrand oder sogar eine Explosion. Und tatsächlich hat es gebrannt, allerdings war das alles geplant. Gleich wird bei uns ein Millionär gesucht. Wer hat vor knapp 3 Jahren Lotto in Baden-Württemberg gespielt und den Jackpot nicht abgeholt? Die Zeit, sie läuft so langsam ab. Bald sind die Millionen nämlich futsch. Gleich mehr zu diesem Thema. Es ist, ja, kaum zu glauben, was einer Frau aus Bremen passiert ist, liebe Zuschauer. Ausgerechnet an dem Ort, an dem Erinnerungen an Verstorbene wachgehalten werden, ist plötzlich, ja, nichts mehr da. Das Grab auf dem Friedhof einfach so verschwunden. Und niemand hat Bescheid gesagt, dass es eingeebnet wurde. Eine unglaubliche Geschichte jetzt. Ja, wann darf eigentlich ein Grab eingeebnet werden und was ist zu beachten, damit die Ruhestätte nicht zum Aufreger wird? Auf brisant.de haben wir Hinweise für Sie zusammengestellt. Können Sie gerne mal reinklicken bei uns. Anfang des Jahres Berlin, jetzt Hamburg und die Liste ist noch viel, viel länger. Das Jahr ist gerade mal 14 Tage alt und trotzdem gibt es schon tragische Unfälle mit Fahrradfahrern. Ein weißes Rad als stummer Zeuge eines schlimmen Unfalls. Ja, in vielen Städten gehören diese Räder hier mittlerweile zum Stadtbild. Leider als Mahnung, doch etwas vorsichtiger und auch rücksichtsvoller im Straßenverkehr zu sein. Aber woran liegt das eigentlich? Warum gibt es so viele Fahrradfahrer, die einfach übersehen werden? Das stimmt allerdings. Stell dir vor, du bist Millionär und weißt nichts davon. Vielleicht sind sie es ja, vorausgesetzt, sie haben im baden-württembergischen Reutlingen Lotto gespielt. Ja, dort wird nämlich ein Lotto-Millionär gesucht und das seit bald 3 Jahren. Ja, wieso holt er das Geld nicht ab? Einfach Schein verloren oder einfach vergessen, dass er gespielt hat? Vielleicht können wir ja helfen. Und er erinnert sich jetzt bei diesen Bildern hier. Bewegender Abschied heute von einem der letzten großen Volksschauspieler, brisant prominent. Hamburg verneigt sich bei grauem Himmel vor ihm hier, vor Jan Fedder. Viele sind gekommen, um dem Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen. Familie, Freunde und Kollegen haben sich im Michel zusammengefunden. Ja, der lag Jan Fedder ja besonders am Herzen. Hier wurde er getauft, konfirmiert und hier hat er auch seine Frau Marion geheiratet. Doch nicht nur der Michel, die Stadt Hamburg selbst hatte Jan Fedder im Blut. Kaum ein zweiter hat das nordische Lebensgefühl so verkörpert wie er. Jan Fedder wäre heute übrigens 65 Jahre alt geworden. Ein trauriger Tag heute in Hamburg, aber auch ein Tag, an dem viele ganz besonders an Jan Fedder erinnern wollen. Denn heute wäre er, wie gesagt, 65 geworden. Christina Kruse, heute wird nicht nur getrauert, sie steht für uns in Hamburg, sondern eben auch gefeiert. Und das ist bestimmt ganz im Sinne von Jan Fedder. Was ist denn da heute noch so geplant bei Ihnen? Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön, Christina Kruse nach Hamburg für die Informationen. Vielen Dank. Ja, ein Abschied, wie ihn sich, wie gesagt, Jan Fedder wohl gewünscht hat. Unter brisant.de haben wir Bilder, Filme und die ergreifendsten Momente der Trauerfeier für Sie noch einmal zusammengestellt. So, schauen wir auch heute ins britische Königshaus. Mit Spannung haben wir darauf gewartet, was denn nun rauskommt beim sogenannten Krisengipfel auf Schloss Sandringham. Lässt die Königin Harry und Meghan ziehen oder doch nicht? Das war die ganz große Frage. Und mit ein bisschen Vorsicht kann man sagen, ja, sie lässt sie gehen. Zumindest vorerst. Vertiefen wir das jetzt nochmal auch heute mit Alexander Westermann in London. Ich grüße Sie. Ja, das klingt alles eigentlich nach einer sehr friedlichen Lösung. Ist es das tatsächlich oder rumort es doch hinter den Kulissen des britischen Königshauses? Was denken Sie? Ja, gibt es noch vieles zu klären. Vielen Dank, Alexander Westermann, für Ihre Einschätzungen und einen wunderschönen Abend noch nach London. Und von London geht es jetzt nach Mailand. Dort ist gerade Fashion Week. Viele Prominente sind gekommen und für einige war es eine echte Premiere.
Ohne ihn wäre die deutsche Schlagerwelt wohl kaum denkbar. Christian Anders, der Mann, der im Zug nach nirgendwo fuhr. Ja, wir haben es auch schön. Oder inständig flehte Geh nicht vorbei. Doch einfach nur singen, das war Christian Anders so ein bisschen zu wenig. Er ist auch immer der Mann, der polarisiert. Er ist Superstar, dann wird er obdachlos und kommt in die Schlagzeilen mit Verschwörungstheorien. Morgen wird Christian Anders 75 und wir haben ihn in seiner neuen Heimat Mallorca besucht. Da ist er endlich ganz entspannt, denn er hat sein Glück und vor allem die ganz, ganz große Liebe gefunden. Und wir lassen Sie jetzt auch allein, denn das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich sehr auf morgen und auf Sie. Punkt 17.15 Uhr geht's dann los. Einen schönen Abend für Sie. Machen Sie es gut. Ciao.